Das heißt, Jena mit 0:3 haben sie sich zu Hause von Erfurt vorführen lassen. Die Konsequenz, der trainingsfreie Tag wurde gestrichen und ein schonungsloser Videoanalysetag eingeschoben. Damit heute in Osnabrück zumindest mal ein Punkt rausspringt. Was ganz sicher rausspringt, ist ein Wiedersehen mit dem alten Kapitän Nils Hansen. Der hat im Sommer Jena verlassen und spielt jetzt für Osnabrück. Und er kommentiert für sie das Spiel, Hendrik Backus. Dass es ein Wiedersehen mit Nils Hansen auf dem Rasen heute gibt, das ist gar nicht so selbstverständlich. Der Ex-Jenaer ist in Osnabrück noch kein Stammspieler, wurde zuletzt zu Hause gegen Ingolstadt sogar nach 30 Minuten ausgewechselt. René van Eck, Jenas Trainer, verzichtet erstmal auf die Dienste seines neuen U20-Nationalspielers René Eckert und schenkt dieser Elf das Vertrauen. Im Tor, klar, Kapitän Carsten Nulle. Davor die Viererkette mit Stresser, Wuttke, Lukimia und Sievers. Im Mittelfeld geben Truckenbrot und Ziegner die Doppelsechs. Davor Natsch und Hähnke. Und vorn mit Orlando und Neuzugang Malvin Holwin für den gesperrten Amirante auf dem Papier. Also eine durchaus offensiv ausgerichtete 4-4-2-Variante. Die Anfangsphase. Osnabrück von links nach rechts und nach 2 Minuten gibt es gleich den ersten kleineren Aufreger. Bei diesem Zweikampf zwischen Jenas Stresser und Reichenberger wollen einige ein regelwidriges Verhalten des Verteidigers gesehen haben, Schiedsrichter Eitekin nicht. Und das ist auch gut so. Thomas Reichenberger genießt ja den zweifelhaften Ruf, leicht die Rasennähe zu suchen. Das tut er auch hier. Kein Foul, kein Elfmeter. Aber versuchen kann man es ja mal. Osnabrücks Trainer Carsten Baumann, gleich 20 Spieler hat der Verein nach dem Abstieg abgeben müssen. Das nennt man wohl Umbruch. Wir befinden uns weiter in der Anfangsphase und die Thüringer mit dem offensichtlichen Bemühen um offensive Akzente. Wie hier über Melvin Halvin, klares Foul, so klar, dass es für Osnabrücks Krück die gelbe Karte nach sich zieht. Hier noch einmal diese Szene, kein Diskussionsbedarf. Der Freistoß, ein Fall für Thorsten Ziegner. Der macht das mit Gefühl und Auge auf Wuttke. Sebastian Hähnke! 5. Minute, die erste ganz, ganz große Gelegenheit für die Gäste. Und wir schauen noch mal genau hin. Vieles macht Hähnke hier richtig. Geht energisch zum Ball, zeigt Durchsetzungsvermögen, hat aber dann das Pech, dass seine Direktabnahme den Kopf von Tino Berbig trifft. Trotzdem eine schöne, durchdachte Aktion des FCC. René van Eck und Carsten Baumann, letzte Saison standen sie sich noch im Thüringen-Derby gegenüber. Wir sind immer noch in der Anfangsphase und es entwickelt sich weiter eine sehr unterhaltsame Auseinandersetzung. Vor allem dank Jena. Die stören früh und haben Platz. Sebastian Hähnke, der fühlt sich wohl in der Rolle des Spielgestalters. Truckenbrot! Der unzureichende Abschluss eines hervorragend vorgetragenen Angriffs. Der muss doch eigentlich rein. Kaum zu fassen. Sebastian Hähnke, sehr auffällig in dieser Anfangsphase, mit dem Auge für Truckenbrot. Und er braucht eigentlich nur einzuschieben. Eigentlich. Leichte Rückenlage, die Chance zur Führung vertan. Die Gäste bisher klar die bessere Mannschaft. Nur das Entscheidende, das Tor, das fehlt. Auf der anderen Seite der VfL Osnabrück. 2 Heimspiele, 2 Siege, so die bisherige Bilanz. Thomas Reichenberger, Ablage auf Nils Hansen. Hansen mit Zug zum Tor. Aber Jenas Abwehr kann klären. Nils Hansen gegen seine alte Mannschaft mit sichtbarem Motivationsschub. Selbst wenn dieser Ball auch ohne klärendes Gästebein sein Ziel verfehlt hätte. 18. Minute. Fast im Gegenzug wieder der FC Carl Zeiss. Die Gäste hinterlassen hier bisher einen richtig guten Eindruck. Das ist der neue Melvin Holwein. Immerhin den Abschluss gesucht. Die erste Aktion des niederländischen Stürmers. Vor 8 Tagen
Kammer vom SC Telstar aus der zweiten holländischen Liga. Das Ganze inzwischen etwas ausgeglichener Osnabrück, wieder um mehr Spielanteile bemüht. Über Benjamin Siegert, der lässt hier gleich mehrere stehen. Björn Lindemann, das 1:0, 21. Minute. Der Spielverlauf etwas auf den Kopf gestellt. Jenas Abwehr zum ersten Mal nicht nah genug dran am Geschehen und das wird sofort bestraft. Björn Lindemann, bekannt für seinen feinen linken Fuß, profitiert hier auch von der tollen Vorarbeit. Und dann keine Chance für Carsten Null. Das 1:0, dieses 1:0, ganz bitter für Jena. Denn die Gäste, die waren bisher die bessere Mannschaft. Und dieser Treffer zeigt Wirkung. Der FCC wirkt in der Folgezeit leicht angeschlagen. Die nächste Aktion, wieder der VfL Osnabrück, wieder Björn Lindemann. Carsten Nulle geht auf Nummer sicher. Etwas unorthodox sehen wir hier nochmal gleich diese Aktion des Kapitäns. Die folgende Ecke bleibt folgenlos. Es läuft die Schlussphase der ersten Halbzeit. Orlando, der ist schnell. Holwin, 43. Minute. Und was wäre das für ein Einstand gewesen? Wieder eine Großchance vertan. Orlandos Vorarbeit vorbildlich. Aber Holweins Abschluss, naja, über den Schlappen gerutscht, heißt das Ganze wohl im Fußballer-Jargon. Die letzte Aktion in Halbzeit 1. Noch einmal Freistoß, VfL Osnabrück. Und das kennen wir schon. Björn Lindemann widmet sich dieser Aufgabe. Nulle wieder etwas unorthodox, aber das Ganze bleibt folgenlos. Noch einmal diese Aktion. Nulle mit Fußabwehr. 1:0, das dann auch der Halbzeitstand. Glücklich für den VfL Osnabrück. Jena spielt gut, aber Holwein und Co., die müssen einfach mehr aus den sich bietenden Möglichkeiten machen. Die zweite Hälfte, beide Teams unverändert. Und der VfL Osnabrück erwischt den besseren Start. Über Siegert. Der findet Nickenig, 47. Minute. Zu viel Platz hier für den Osnabrücker. Den Kopfball allerdings, dem fehlt dann auch das nötige Timing. René van Eck. Als Saisonziel hat er einen einstelligen Tabellenplatz ausgegeben. Und heute ist dieses Potenzial auch durchaus erkennbar. Aber die nächste Szene gehört erstmal wieder dem VfL Osnabrück. Wieder Freistoß, wieder Björn Lindemann. Und das bedeutet Gefahr. Björn Lindemann, Thomas Reichenberger. Das war knapp. Und wie knapp? Das sehen wir gleich noch einmal in der Wiederholung. Reichenberger, der Wühler, ein typischer Strafraumspieler. Hier fehlen nur ein paar Zentimeter zu einem möglichen 2:0. Auf der anderen Seite der FCC. Das Ganze hier weiter von hohem Unterhaltungswert. Orlando. Sebastian Hernge, Melvin Holwein. Das sieht im Ansatz alles richtig gut aus. Holwein, einsatzfreudig, anspielbar, aber noch ohne die letzte Durchschlagskraft. Trotzdem, die Kugel läuft gut bei Jena. Knapp eine Stunde vorüber und die Gäste drängen weiter auf den Ausgleich. Stören früh, erobern so immer wieder den Ball. Und einer, der setzt hier auch immer wieder Akzente, das ist Orlando, von der rechten oder von der linken Seite. Aber auch diese Szene typisch, der Ball findet trotz vieler ansehnlicher Aktionen einfach noch nicht den Weg über die Linie. Es bleibt beim 1:0.